Erst vor wenigen Wochen habe ich ein Video zur Garmin Venue veröffentlicht. Wie es der Zufall so wollte, kam tatsächlich in genau diesem Zeitraum auch schon die Venue 2 auf den Markt. Und ich konnte natürlich wieder einmal nicht anders, als auch diese Sportuhr auf Herz und Nieren zu testen. Alles, was du zu Garmins neuer Uhr wissen musst und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt, das wirst du im heutigen Video erfahren. Viel Spaß! Ich habe mich jetzt für die Standardversion der Garmin Venue 2 entschieden. Diese hat einen Gehäusedurchmesser von 45 mm. Es gibt allerdings auch, was es bei der Venue 1 noch nicht gab, auch ein kleineres Modell mit der Garmin Venue 2S. Bei diesem ist das Gehäuse dann nur noch 40x40 mm groß und damit noch besser für schlanke Handgelenke geeignet. Insgesamt gibt es rein optisch allerdings wenige bis gar keine Veränderungen zur ersten Version. Das Gehäuse ist in der Standardversion minimal größer als das der ersten Version und die Riffelung der Lünette ist ein klein wenig anders. Ansonsten besteht auch hier die Lünette weiterhin aus Edelstahl und der Rest der Uhr aus Plastik, wodurch sie mit nur 49 Gramm auch weiterhin sehr, sehr leicht ist. Das Highlight der Uhr ist auch bei der Venue 2 wieder das verbaute AMOLED-Display. Für alle, die mein Video zum Vorgängermodell noch nicht gesehen haben, hier nochmal eine kurze Erklärung dazu. Die meisten Sportuhren verfügen heutzutage nicht über AMOLED-Displays, sondern über transflektive Memory-in-Pixel, kurz MIP-Displays. Diese sind, wie der Name bereits sagt, transflektiv, was bedeutet, dass sie ihr Umgebungslicht reflektieren, dafür aber von sich aus kein Licht aussenden. Das führt dann dazu, dass diese Art von Displays in dunklen Umgebungen teilweise nicht optimal abzulesen sind, da hier natürlich auch wenig Licht reflektiert werden kann. In hellen Umgebungen, wie unter direkter Sonneneinstrahlung, können diese Displays dann hingegen ihre Stärken so richtig ausspielen. Die Venue 2 hat allerdings, wie gesagt, im Gegensatz zu den meisten Sportuhren ein AMOLED-Display verbaut. Dieses nutzt nicht die gerade genannte Reflektivtechnik, sondern sendet von sich aus Licht aus. Dadurch bietet die Venue 2 deutlich kräftigere, kontrastreichere Farben als zum Beispiel die Vivo Active 4, die du hier links siehst. Hier sehen wir gerade beide Uhren im Innenraum. Wenn ich jetzt allerdings mal rausgehe und sie beide unter starker Sonneneinstrahlung teste, dann sehen wir schon ein ganz anderes Bild, nämlich dass hier das MIP-Display der Vivo Active 4 besser zum Vorschein kommt. Auch die Venue 2 ist hier in den meisten Fällen noch ganz gut ablesbar, aber teilweise kommt es auch zu Schwierigkeiten. Insgesamt ist das Display der Venue 2 aber auf jeden Fall sehr gelungen, aber es hängt eben auch davon ab, was dir persönlich wichtig ist. Eine Sache, die unmittelbar mit der Art des Displays in Verbindung steht, ist auch die Akkulaufzeit. Da AMOLED-Displays nicht einfach nur ihr Umgebungslicht reflektieren, sondern eben selber Licht aussenden, haben sie auch einen höheren Energieverbrauch. Viele Smartwatches halten daher heutzutage nur wenige Tage durch. Garmin hat es hier allerdings geschafft, bei der Venue 2 trotz des Displays eine durchaus beachtliche Akkulaufzeit herzuzaubern. Laut dem schweizerisch-amerikanischen Hersteller hält die Uhr im Smartwatch-Modus bis zu 11 Tage, im GPS-Modus mit Musik bis zu 8 Stunden und im GPS-Modus ohne Musik bis zu 22 Stunden. Die 11 Tage, die für den Smartwatch-Modus angegeben werden, sind meinen Erfahrungen zufolge aber nicht wirklich erreichbar, beziehungsweise nur, wenn man die Uhr so gut wie gar nicht verwendet und schon gar nicht irgendwie Trainingseinheiten aufzeichnet. Ich habe so gut wie jeden Tag ein Training mit der Uhr aufgezeichnet und sie generell rund um die Uhr getragen und bei mir hält die Uhr im Normalfall in etwa 4 bis 5 Tage durch, was auf jeden Fall deutlich besser ist als bei den meisten anderen Uhren mit AMOLED-Display. Neu im Vergleich zum ersten Venue-Modell ist in diesem Zusammenhang auch der Batteriemanager. Hier kannst du nun nämlich den Energiesparmodus aktivieren. Wir sehen in meinem Fall jetzt zum Beispiel, dass die Uhr mit den aktuellen Einstellungen noch rund 4 Tage halten sollte und wenn wir dann den Energiesparmodus aktivieren, können wir das zumindest schon mal auf 8 Tage erhöhen. Dann wird uns noch angezeigt, was dadurch alles deaktiviert wird, nämlich zum Beispiel die Musikfunktion oder der Pulsoximeter. Und außerdem wird die Helligkeit automatisch runtergeschraubt und die Zeit, bis sich das Display ausstellt, wird ebenfalls verringert. Insgesamt kann man zur Akkulaufzeit sagen, dass diese für eine Uhr mit AMOLED-Display sehr gut ist, aber im Vergleich zu vielen anderen Sportuhren mit MIP-Display schon ein bisschen geringer ausfällt.
Für die allermeisten von uns wird das aber auch höchstwahrscheinlich so ausreichen. Wie du gerade wahrscheinlich schon gesehen hast, hat sich auch etwas am Aufbau des Menüs getan. Vorher war es ja so, dass die einzelnen Widgets bzw. Menüpunkte den ganzen Bildschirm eingenommen haben. Nun ist es, ähnlich wie zum Beispiel auch bei der Phoenix 6 so, dass wir sogenannte Widget-Übersichten haben. Das bedeutet, wir sehen immer bis zu drei Widgets gleichzeitig und können dann mit einem Klick näher in jedes Widget reinspringen. Das macht meiner Meinung nach vor allem dann Sinn, wenn du die Daten verschiedener Menüpunkte miteinander vergleichen willst. Du kannst also auf einen Blick sehen, wie viele Kalorien du verbrannt hast, wie viele Etagen hochgelaufen bist und wie viele Intensitätsminuten dein Tag hatte. Und musst dafür nicht zwischen den einzelnen Menüpunkten hin und her springen. Natürlich kannst du dabei die Reihenfolge der Widgets auch selber festlegen. Dann wird es nun Zeit, dass wir auch mal einen genaueren Blick in die einzelnen Widgets werfen. Ähnlich wie auch schon bei der Vivo Active 4 oder eben der Venue 1 sind es auch hier wieder die vielen Alltagsfunktionen, die einem ins Auge springen. Neben den drei Widgets, die ich jetzt gerade eben schon mal erwähnt habe, hast du dann auch noch eines für die verbrannten Kalorien, dann eines zum Tracken der Flüssigkeitsaufnahme. Dort kannst du dir dann eben ein Tagesziel setzen, das ist in meinem Fall jetzt 2,8 Liter. Und dann kannst du hier unten die Größe des Glases bzw. der Flasche einstellen. Nehmen wir da dann mal 500 Milliliter. Und dann kannst du dementsprechend in 500 Milliliter Abständen deine Flüssigkeitszufuhr im Auge behalten und gucken, wie viel du bis zum Erreichen deines Tagesziels noch trinken solltest. Zur Herzfrequenz und dessen Messgenauigkeit kommen wir gleich nochmal ausführlich zu sprechen. Dann haben wir als nächstes hier die Body Battery. Die gibt dir im Prinzip eine Auskunft über dein aktuelles Energielevel. Dabei wird eine Kombination aus Herzfrequenzvariabilität, Stress, Schlafqualität und Aktivität verwendet, um zu schätzen, wie viele Energiereserven dir während des Tages noch bleiben. Beim Schlafen wird diese Body Battery natürlich aufgeladen und während des Tages wird sie je nachdem, wie aktiv du bist, leergesogen. Das ist natürlich nur eine Schätzung, aber die Werte kamen mir hier durchaus schlüssig vor und im Alltag mal einen Blick auf die Body Battery zu werfen, kann sicherlich nicht schaden. Dazu muss man auch noch sagen, dass für die Body Battery hier insgesamt ein neuer Algorithmus verwendet wurde, wodurch die Ergebnisse auch nochmal realistischer waren bzw. sind. Im gleichen Zusammenhang kannst du auch noch dein Stresslevel im Überblick behalten, also sehen, zu welchen Zeiten des Tages du den größten oder geringsten Stress hattest und du kannst im nächsten Widget zum Beispiel auch noch deine Atemfrequenz verfolgen. Die Venue 2 verfügt neben dem Herzfrequenzsensor auch noch über einen SpO2-Sensor bzw. einen Pulsoximeter, mit dem die Sauerstoffsättigung des Bluts gemessen werden kann. Diese Werte sind besonders für Menschen interessant, die viel in den Bergen unterwegs sind und wissen möchten, wie sich ihr Körper in verändernden Höhen akklimatisiert. Daneben sind die Werte des Pulsoximeters aber auch noch beim Schlafen interessant und das bringt uns auch direkt zum nächsten Widget, nämlich der Schlafanalyse. Hier gibt es auch ein paar Neuerungen und zwar vor allem in Form eines neuen Algorithmus, nämlich dem der Firma First Beat. First Beat ist ein Anbieter von allen möglichen Formen der Datenanalyse im Bereich Sport, Fitness und Gesundheit und wird bereits seit Jahren von sehr vielen Sportuhrenherstellern zur Trainingsanalyse herangezogen. Also wenn du solche Werte wie deinen VO2 Max angezeigt bekommst, dann basiert das meistens auf der Analyse von First Beat. Im vergangenen Jahr hat Garmin die Firma First Beat Analytics jetzt sogar übernommen und bei der Venue 2 kommt daher nun auch die First Beat Schlafanalyse zum Einsatz. Diese ist insgesamt nochmal stark verbessert und jetzt wirklich auf einem sehr hohen Level. Durch das sogenannte Advanced Sleep Tracking siehst du jetzt also nach dem Aufwachen einen Schlafwert zwischen 1 und 100, der deine generelle Schlafqualität bewertet und daneben dann auch noch einen dazu passenden Ausdruck. Wenn wir hier weiter runter scrollen, sehen wir dann auch noch, wann wir uns in welcher Schlafphase befunden haben und dann noch weiter unten auch noch, wie lange wir jeweils in welcher Schlafphase waren und dann auch noch, wie Garmin unseren Schlaf generell bewertet. Wenn wir dann mal wieder ganz nach oben scrollen und dann auf den oberen rechten Knopf drücken, dann bekommen wir, falls wir einen eher weniger guten Schlaf hatten, auch noch eine mögliche Erklärung dazu, inklusive kleiner Tipps, wie wir die Schlafqualität verbessern können.
Mit der Body Battery, dem Stresslevel, der Atmung, dem Pulsoximeter, dem Flüssigkeitstracking und der verbesserten Schlafanalyse bietet die Venue 2 wirklich sehr viele nützliche Alltagsfunktionen. Doch wie sieht es mit den Trainingsfunktionen aus? Im Trainingsmodus haben wir auch hier erstmal wieder die üblichen Verdächtigen wie Laufen, Radfahren und Schwimmen. Ich habe jetzt in meinem Fall noch Krafttraining und HIIT hinzugefügt und du kannst natürlich auch noch zahlreiche weitere Sportarten zu deinen Favoriten hinzufügen. Also zum Beispiel Treppensteigen, Yoga, Crosstraining, Rudern und so weiter. Auf ein paar dieser Profile kommen wir gleich auch noch kurz zu sprechen, aber schauen wir uns erstmal an, was bei einer Trainingseinheit so alles aufgezeichnet wird. Beim Laufen kannst du dir zum Beispiel deine Gesamtzeit, Rundenzeit, Distanz, Geschwindigkeit, Durchschnittspace, Herzfrequenz oder auch die Höhenmeter anzeigen lassen. Beim Schwimmen können zum Beispiel noch deine Schwimmzüge, dein Schwimmstil oder der Swolf-Wert erkannt werden. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht und wird für den Großteil der Sportler auch ausreichen. Doch die Tiefe an Trainingsfunktionen ist bei anderen klassischen Sportuhren schon nochmal höher. Also bei solchen Premium-Sportuhren wie der Garmin Fenix 6 kannst du dir dann wirklich sowas berechnen lassen wie deine Laufeffizienz, also zum Beispiel Werte wie das sogenannte vertikale Verhältnis, welches das Verhältnis deiner Hoch- und Tiefbewegungen sowie deiner Schrittlänge während des Laufens berechnet und dir somit zeigt, wie effizient dein Laufstil ist. Auch beim Radfahren kannst du dir hier zum Beispiel deine Cycling Dynamics und vieles mehr anzeigen lassen. Das reiht sich auch in das Fazit ein, welches ich auch schon zur Garmin Venue getroffen habe. Dort habe ich gesagt, dass die Venue keine Profisportuhr ist, mit der Profisportler jede Trainingsstatistik bis ins kleinste Detail verfolgen können. Viel eher ist diese Uhr eine Art Mischung aus Smartwatch und Sportuhr, beziehungsweise, wie ich es damals ausgedrückt habe, eine smarte Fitnesswatch für den Gelegenheitssportler. Statt Statistiken wie der Bodenkontaktzeit oder dem vertikalen Verhältnis bietet die Garmin Venue 2 zum Beispiel animierte Fitnessübungen, mit denen Anfänger ohnehin viel mehr anfangen können. Diese waren bereits bei der ersten Version der Venue mit an Bord und sind jetzt sogar nochmal überarbeitet worden und sind jetzt auch noch ausführlicher. Wenn wir also mal in den Modus Krafttraining gehen, dann können wir hier auf Trainings gehen und haben dann hier ein paar vorgefertigte Trainingseinheiten. Nehmen wir da mal einfach das Ganzkörpermuskulaturtraining. Dort sehen wir dann, wie das Ganze aufgebaut ist und können dann in jede einzelne Übung nochmal reinspringen und uns angucken, wie wir sie ausführen sollten. Wir haben jetzt hier am Anfang zum Beispiel das Langhantelkreuzheben und sehen dann erstmal eine Animation, welche Muskeln dabei trainiert werden. Nämlich in diesem Fall fast die gesamte Rückenmuskulatur und auch noch die vorderen Oberschenkel. Und können dann hier unten auf dieses Videosymbol klicken und sehen dann animiert, wie wir die Übung durchführen sollten. Das können wir uns dann eben für das gesamte Workout angucken und haben somit immer eine genaue Anleitung zur Hand, was wir machen sollen. Das Ganze gibt es nicht nur im Krafttraining-Modus, sondern auch noch beim Yoga. Auch dort haben wir Workouts, die direkt auf der Venue 2 installiert sind und können uns dann für die einzelnen Übungen mit Hilfe dieser Animation angucken, wie die Ausführung funktioniert. Mit Hilfe der Smartphone-App kannst du dann auch noch weitere Workouts auf die Uhr laden. Insgesamt sind diese animierten Übungen sehr interessant und besonders für Anfänger sehr hilfreich. Und auch mir haben diese Animationen vor allem bei den Yoga-Workouts, bei denen ich jetzt nicht auf Anhieb jede Übung kannte, teilweise echt sehr weitergeholfen. Neben diesen ganzen altbekannten Sportprofilen sind aber auch noch ein paar neue hinzugekommen. Darunter zum Beispiel ein HIIT-Modus, was mich persönlich sehr gefreut hat. Denn dort haben wir nun ebenfalls vorinstallierte Workouts inklusive der animierten Übungen. Daneben sind auch noch zum Beispiel die Profile Wandern, Indoor-Klettern und Bouldern hinzugekommen. Ein weiterer Trainingsmodus, über den ich auch noch kurz sprechen möchte, ist auch die Gesundheitsübersicht. Die ist jetzt hier auch bei den Aktivitäten gelistet und ist insgesamt wohl die entspannteste Aktivität, die man so machen kann. Denn dabei muss man einfach nur 2 Minuten lang ruhig sitzen. Dabei werden dann deine aktuellen Gesundheitsdaten gemessen, also deine Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung des Bluts, die Atemfrequenz, das Stresslevel und die Herzfrequenzvariabilität. Das wird dir dann im Anschluss nochmal alles aufgelistet angezeigt und so kannst du ganz einfach eben deine Gesundheitsdaten im Überblick behalten und zum Beispiel an verschiedenen Tagen miteinander vergleichen.
Ein Modus, der auch bei der Venue 2 weiterhin nicht mit dabei ist, ist hingegen der Trailrun-Modus für alle, die auch mal abseits der klassischen Laufstrecken unterwegs sind. Dieser war zum Beispiel sogar bei der deutlich günstigeren Garmin Forerunner 245 mit dabei, fehlt aber leider weiterhin bei der Venue 2. Insgesamt lässt sich zu den Funktionen der Venue 2 also sagen, zwar nicht die größte Tiefe an Trainingsfunktionen, also keine wirklich extrem fortgeschrittenen Trainingsstatistiken, dafür aber sehr, sehr viele nützliche Alltagsfunktionen, die besonders für Anfänger und Gelegenheitssportler sehr sinnvoll sind. Und auch fortgeschrittene Sportler werden dabei bei einigen dieser Funktionen sicherlich auf ihre Kosten kommen. Ich habe ja gerade bereits kurz gesagt, dass die Uhr für mich eine Kombination aus Sportuhr und Smartwatch ist. Schauen wir uns also erstmal noch die smarten Funktionen an. Auch hierzu haben wir direkt Widgets auf der Uhr, die ich jetzt gerade kurz übersprungen habe. Und zwar einmal ein Kalender-Widget, ein Wetter-Widget und auch ein Benachrichtigungs-Widget. Beim Wetter-Widget siehst du einmal die aktuelle Temperatur und die Regenwahrscheinlichkeit. Und dann siehst du weiter unten noch die Prognosen für die nächsten Stunden und die nächsten Tage. Und ganz unten siehst du dann auch noch die Luftfeuchtigkeit und den UV-Index. Bei den Benachrichtigungen werden dir alle möglichen Nachrichten angezeigt, die auch so auf deinem Smartphone ankommen, beziehungsweise du kannst über die App individuell einstellen, von welchen Apps du Benachrichtigungen auf der Uhr erhalten willst. Im Gegensatz zu manchen reinen Smartwatches kannst du auf diese Nachrichten allerdings nicht antworten. Du siehst also zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten auf der Uhr, kannst dort aber nur mit einigen vorgefertigten Nachrichten antworten, die du auch über die App individuell festlegen kannst. Aber einen ganzen Text kannst du über die Venue 2 nicht verfassen. Weitere smarte Funktionen sind zum Beispiel das kontaktlose Bezahlen mit Garmin Pay und auch die Musikfunktion. Das heißt, du kannst die Musik deines Smartphones über die Uhr steuern und auch ohne, dass du dein Handy dabei hast, kannst du Musik hören. Denn die Uhr hat auch einen eigenen Musikspeicher. Bei der ersten Version der Venue konntest du 500 Songs auf die Uhr laden. Nun bietet die Venue 2 sogar Platz für bis zu 2000 Songs. Kommen wir dann als nächstes, wie gerade bereits angesprochen, nochmal auf die Pulsmessung zu sprechen. Hierfür wurde nun nämlich ein neuer optischer Pulssensor verbaut. Wie wir sehen können, ist dieser auch etwas anders aufgebaut als noch bei der Venue 1. Bei der ersten Version war ich einigermaßen zufrieden mit der Pulsgenauigkeit, habe allerdings bei einigen anderen Uhren wie der Forerunner 945 oder der Polar Vantage V2 auch schon bessere Ergebnisse erzielen können. Wie sieht es nun also mit dem neuen Pulssensor der Venue 2 aus? Um das zu testen, war ich wie immer mehrere Male mit der Uhr joggen und habe meinen Puls dabei gleichzeitig von der Uhr und von einem Brustgurt aufzeichnen lassen. Hier siehst du beide Ergebnisse mal im direkten Vergleich. Am Anfang gab es einmal so eine kleine Abweichung, aber insgesamt sieht das Ganze, wie ich finde, doch schon sehr gut aus. Wie gesagt, schau dir gerne auch nochmal mein Video zur ersten Version der Venue an, doch ich kann dir schon mal sagen, dass die Ergebnisse hier minimal besser sind. Beim Laufen sind allerdings auch die allermeisten Sportuhren recht genau, da hier der Puls nicht stark schwankt und das Handgelenk halbwegs ruhig ist. Anders sieht es da bei einem HIIT-Workout aus. Hier sind die Ergebnisse nämlich schon deutlich ungenauer. Auch bei der Venue 2 wurde mein Puls von der Uhr nicht mehr hundertprozentig zuverlässig ermittelt, doch ich muss sagen, dass die Ergebnisse im Vergleich zu allen anderen Uhren, die ich bisher so getestet habe, auf jeden Fall zu den besseren gehören. Im mittleren Bereich wurden ein paar Pulsanstiege nicht von der Uhr erkannt, aber am Anfang und besonders am Ende sah das Ganze sehr, sehr ordentlich aus. Auch die minimale, durchschnittliche und maximale Herzfrequenz, die du in der oberen linken Ecke siehst, stimmen mit den Werten des Brustgurts überein. Insgesamt konnte ich mit dem neuen Pulssensor der Venue 2 also tatsächlich eine etwas höhere Genauigkeit erzielen als mit dem Vorgängermodell und auch im Vergleich zu anderen Uhren schlägt sich die Venue 2 in dieser Hinsicht sehr gut. Wer meine Videos schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich neben der Pulsmessung natürlich auch immer das GPS auf seine Genauigkeit hin teste. Dafür schwinge ich mich auf mein Fahrrad und fahre durch Gegenden mit verschiedenen GPS-Empfangsbedingungen, also durch Stadtgebiete, in denen es einfach sein sollte, meinen Standort zu erfassen, aber auch durch Bauernschaften und Waldabschnitte, in denen es das GPS etwas schwerer hat. Dabei lasse ich meine Route von der Venue 2
sowie von der Fenix 6 und der Polar Vantage V2 aufzeichnen, die sich beide bereits als sehr genau herausgestellt haben. Hier im direkten Vergleich sehen wir, dass es, wie auch schon bei der ersten Version der Venue, keine nennenswerten Unterschiede gibt. In dem Waldabschnitt, den du gerade auch kurz gesehen hast, gab es einmal ein paar leichte Abweichungen, wobei es hier auch eher die Fenix 6 war, die für die Abweichungen gesorgt hat. Ansonsten waren sich alle drei Uhren fast die gesamte Strecke über sehr einig, was meinen Standort angeht. GPS-technisch braucht sich die Venue 2 also nicht vor den teureren Outdoor-Sportuhren von Garmin, Polar und Co. zu verstecken. Was die Venue 2 allerdings weiterhin nicht hat, ist eine wirkliche Navigationsfunktion. Du kannst zwar Positionen auf der Uhr speichern und dich zu diesen navigieren lassen, jedoch nur mit einer einfachen Pfeilnavigation, die dir im Prinzip einfach nur die Luftlinie anzeigt. Du kannst aber keine Karten auf die Uhr laden und topografische Karten wie bei der Fenix 6 gibt es hier ohnehin nicht. Was können wir denn nun unterm Strich zur Garmin Venue 2 festhalten? Im Vergleich zur ersten Version der Venue sind vor allem die folgenden Neuerungen hinzugekommen. Verbesserte animierte Übungen inklusive der Muskelheatmap und dazu jetzt auch die animierten Übungen im HIIT-Modus. Dann eben neue Sportprofile, nämlich zum Beispiel eben das HIIT, aber auch Wandern, Indoor-Klettern und Bouldern und auch die Gesundheitsübersicht. Dann haben wir eine verbesserte Schlafanalyse, da hier jetzt auch der FirstBeat-Algorithmus zum Einsatz kommt. Und wir haben einen neuen optischen Pulssensor und wie wir gesehen haben, damit insgesamt etwas genauere Pulsergebnisse als noch bei der Venue 1. Dann sind die Widgets etwas anders aufgebaut, das heißt, wir haben jetzt die Widget-Übersichten, mit denen wir bis zu 3 Widgets pro Bildschirm sehen können. Außerdem haben wir eine verbesserte Akkulaufzeit inklusive eines neuen Energiesparmodus. Dadurch sind nun insgesamt 11 Tage im Smartwatch-Modus möglich, bei der Venue 1 waren es noch 5 und vorher waren es 6 Stunden im GPS-Modus und nun sind bis zu 8 Stunden möglich. Wenn du bereits die Garmin Venue hast, ist es aus meiner Sicht nicht unbedingt nötig, dir auch noch die Venue 2 zu holen. Denn die Neuerungen sind zwar allesamt sehr sinnvoll, aber jetzt alleine für sich auch keine 400 Euro wert. Wenn du bisher noch keine Sportuhr oder Smartwatch hast, dann kann es allerdings auf jeden Fall Sinn machen, direkt zur Venue 2 zu greifen. Insgesamt ist die Venue 2 wie auch schon das Vorgängermodell ein perfektes Mittelding zwischen Sportuhr, Smartwatch und Fitness-Tracker. Die Uhr bietet längere Akkulaufzeiten und mehr Sportfunktionen als die meisten Smartwatches und gleichzeitig vor allem ein deutlich schöneres Display als die meisten Sportuhren. Vor allem die Vielzahl an Alltagsfunktionen ist dabei beachtlich. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Testbericht weiterhelfen konnte. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu dieser Sportuhr hast, kannst du sie gerne unten im Kommentarbereich stellen. Ansonsten findest du die Uhr auch über den ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich zudem sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn du in Zukunft keine weiteren Testberichte mehr verpassen möchtest, dann abonniere am besten diesen Kanal. Aber gut, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast und bis zum nächsten Mal.